Hey Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Wir sind jetzt hier in Terra, in der anderen Welt. Und anscheinend ist das hier auch Zidans Heimat, wie wir im letzten Part erfahren haben. Garland ist der Verwalter der Planeten. Seine Aufgabe ist, für die Wiederaufstehung des Volkes von Terra zu sorgen. Die Wiederaufstehung des Volkes von Terra? Die Menschen hier sind gar nicht die Terrianer? Nein, sie sind nur ihre leeren Hüllen, so wie du und ich. Das wirkliche Volk von Terra schläft noch. Sie schlafen bereits eine halbe Ewigkeit. Aber die Zeit wird kommen, in der Gaia zu Terra wird. Es ist der Zeitpunkt, an dem das blaue Licht zu rotem wird. Moment mal, ist es etwa das Ziel Terras, sich Gaia anzueignen? Was kann es sonst für ein Ziel geben? Seit jeher haben die Terrianer neue Planeten zu ihren eigenen gemacht, um zu überleben. Ist dieser Zeitpunkt gekommen, werden die Genome mit den Zielen der Terrianer gefüllt, dann ist ihre Wiederaufstehung vollkommen. Was soll denn das für ein Plan sein? Warum macht ihr es nicht wie immer und zerstört alles mit eurer tollen Magie? Das wäre doch ein Klacks für euch. Vor einer langen Zeit versuchte Garland es mit Gewalt, aber er schlug fehl. Dann steht verdammt nochmal dazu, dass sie Land gewinnt. Aufgrund dieses einen Fehlschlages war Garland gezwungen, eine sehr lange Zeit zu warten. Er wartete und beobachtete Gaia, immer dann eingreifend, wenn die Esper ans Tageslicht traten. Deswegen zerstörte er das Dorf der Esper und verwüstete Alexandria. Die Seelen der Planeten besitzen alle ihren eigenen Kreislauf. Die Seele wird auf dem Planeten geboren und kehrt wieder zu ihm zurück. Garland versucht, diesen Kreislauf selbst zu kontrollieren. Aus diesem Grund wurdest du erschaffen. Was? Garland erwartet dich. Komm. Was zum Henker brütet ihr da aus? Dieser ganze Schwachsinn mit Terra und Gaia interessiert mich einen Dreck. Ich bin... Wo bleibt sie da nur? Wo es doch Lily nicht gut geht. Wo trödelt er nur hier wieder herum? Sag mal, Eko... Aber Lily darf doch nicht aufstehen. Das geht mir schon viel besser. Aber hör zu, ich habe eine Bitte an dich. Was denn? Sofern es in meiner Macht steht. Ich möchte, dass du für mich Zidane suchen gehst. Okay, kann ich machen. Aber jetzt weiß ich, du bist eifersüchtig, nicht wahr? Nein, das ist es nicht. Ich habe nur so ein mulmiges Gefühl. Gut, Eko wird ihn suchen gehen, aber du musst mir versprechen, dich hier auszuruhen. Heimat. Oh, was für ein großer Stein. Was starrt ihr denn alles so auf diesen großen Stein? In diesem Stein ist was zu essen, stimmt's? Es ist ein riesiger Steinbackofen. Aber ich spüre keine Hitze. Ihr habt vergessen, ihn anzumachen. Oder vielleicht doch war etwas zu essen. Darf ich mal probieren? Keine Antwort ist auch eine Antwort, sagte mein Meister immer. Ein bisschen zu... verschalten? Das ist doch... Zidane, was machst du hier? Suchst du auch nach Essen? Hey. Ach, du bist Queener. Wenn du da schon versunken rumstehst, kann ich dich gar nicht vor den komischen Leuten hier unterscheiden. Man sagt, es gibt immer einen Doppelgänger, aber wer hätte gedacht, dass es hier gleich so viele gibt? Die Welt ist schon voller seltsamer Sachen. Ich weiß. Zidane, was ist los? Stimmt etwas nicht? Wer was? Nein, geht schon. Ich bin immer ich selbst. Aber Queener, du bist ja wohl auch das exakte Ebenbild von deinem Meister, oder nicht? Das ist doch klar. Meister Quell und ich gehören ja auch zur gleichen Rasse. Ja. Von außen betrachtet sehen sich Angehörige der gleichen Rasse halt immer ähnlich. Das wird schon wohl so sein. Gleiche Rasse? Jetzt realisiert das auch. Wo die Seelen zu finden sind. Hallo, diese Gegend hier. Entschuldigung, was macht ihr denn hier? Also, ich finde dieses blaue Leuchten auch ganz schön. Ihr mögt es doch auch alle, oder? Ihr schaut ja alle die ganze Zeit nur drauf. Dieses Licht ist uns extrem unangenehm. Ach so. Oh, das Mädchen von vorhin. Hä? Zidane, was machst du denn hier? Was ich mache? Was machst du denn? Ich versuche mit den Kindern hier zu sprechen. Sie sehen ja ungefähr alles so alt aus wie ich, aber...
Versuch's erst gar nicht, von denen bekommst du keine gescheite Antwort. Aber ich glaube, wenn man es oft genug probiert, verstehen sie einen bestimmt. Erstaunlich, dass gerade du sowas sagst. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber irgendwie haben sie große Ähnlichkeiten mit... Ähnlichkeit? Dass ich ihn ähnlich sehe, kann ich selbst sehen. Nein, ich meine nicht mit dir, sondern mit den Schwarzmagiern auf dem Frachtschiff zum Beispiel. Nicht vom Aussehen, aber eines weiß ich. Die Herzen dieser Kinder sind bestimmt nicht einfach nur leer. Vielleicht sind sie nur gerade auf einer Reise. Nicht leer, was? Zidane, wo gehst du denn hin? Zidane? Das erhaltene Leben. Hier entlang. Hey, Zidane. Oh, hey, Zidane. Was willst du hier, Mahagon? Hast du auch schon freundlichere Tage gesehen, was? Aber was ist das hier für ein Ort? Den ganzen Weg hierher in der Hoffnung. Einen würdigen Gegner zu treffen, mit dem ich mich messen kann. Und dann treffen wir auf diesen Haufen Waschlappen. Ist der langweilig? Genau das. Sag mal, Mahagon, kann ich dir mal eine Frage stellen? Und wenn ich Nein sage, würdest du sie mir trotzdem stellen. Hast du eigentlich Eltern oder Verwandte? Was soll denn dieses sentimentale Frage? Ja, ich weiß, tut mir leid. Halt nur so interessenhalber. Seit ich mich erinnern kann, ist das Einzige, was ich ihr vor Augen hatte, der Feind, den es zu bezwingen galt. Nur im Kampf sah ich den wirklichen Sinn meiner Existenz. Sah, du sprichst von Vergangenem? Das verdanke ich alles einer gewissen Person. Ach, hör bloß auf, ein sentimentaler Mahagon macht mir ja noch mehr Angst als der vorherige. Und wie sieht's bei dir aus? Du meinst Eltern und Familie? Ich hab keines von beiden. Eko, Zidane ist... Du hast Zidane gesehen? Ja. Warum hast du ihn denn nicht dann nicht aufgehalten? Aufhalten, aber warum denn? Er wirkte zwar ein bisschen komisch, aber... Wenn du Zidane suchst, komm ich mit. Hey, soll ich mir vielleicht die Haxen ablaufen? Wie weit denn noch? Ich sagte doch, bis zu Garland. Na toll, aber da vorne ist Endstation. Es gibt einen Weg. Sieh, von dort gelangst du zu ihm. Er erwartet dich bei den schlafenden Seelen, die darauf warten, endlich wieder auferstehen zu können, in seinem Luftschloss der Zeit, dem Pandemonium oder Pandemonium. Willst du dich nicht von deinen Freunden verabschieden? Ich weiß nicht, ob als Genom oder sonst... Ich weiß nicht, ob als Genom oder sonst was. Aber auf jeden Fall wurde ich hier geboren, richtig? Das bedeutet, für die Menschen Gaias bin ich ihr Feind. Du verstehst schnell. Ja. Aber glaub bloß nicht, dass ich euer Freund bin. Aber wenn, Terra, wenn ihr praktisch meine Verwandten seid, dann sollte ich mich wohl lieber persönlich darum kümmern. Mahagon, ist sie dann hier reingegangen? Ja, und er machte nur zur Abwechslung sogar mal ein ernstes Gesicht. Dann kann hier doch irgendwas nicht stimmen. Geht ihr ihn suchen? Was? Ich werde mitkommen. Also stehe hier nicht rum wie eine Ölgötze. Aber dann können wir wahrscheinlich den Ding auch noch abholen kurz. Den Queener. Was ist denn plötzlich mit Zidane passiert? Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ich weiß ja auch nicht. Er ist einfach weggegangen, ohne ein Wort zu sagen. Ich werde dir helfen, Zidane zu suchen. So, da haben wir hier unsere vier... Ja, Level 33, was soll ich machen? Dafür kommt er jetzt wenigstens mit. Jetzt hat er endlich mal auch ein Spotlight. Hey, du da, wo hast du Zidane hingeführt?
Er ist aus freien Stücken zu Garland gegangen. Garland? Da hört sich ja schon allein der Name boshaft an. Aber Zidane würde uns auf gar keinen Fall allein zurücklassen. Er ist fort, um den wahren Grund seiner Existenz zu erfahren. Nein, ich glaub dir nicht. Hast du gehört? Es sei der Feind Gaias. Dies waren seine letzten Worte, bevor er das Tor zum Pandemonium durchschritt. Ach du grüner Mokri. Den umherrenden Zillen ihren Frieden. Das ist also das Gutshaus des werten Herrn Garland. Er scheint ja ganz besonderen Wert auf Ausgefallenes zu legen. Na dann wollen wir doch mal den Gastgeber höchstpersönlich begrüßen gehen. Ich hab dich erwartet. Wer zum... Vor ungefähr 12 Jahren verlor ich einen äußerst fähigen Genom. Ein Leben, das ich schuf und nach Gaia schickte, um den Kreislauf ihrer Seele zu stören. Dieses Leben bist du, und ich bin froh, dass du wieder zurückgekehrt bist. Halt die Luft an, Opa. Was ich bin, entscheide ich für mich selbst. Ich hab's nicht nötig, mir von einem alten Knacker was erzählen zu lassen. Jetzt verstehe ich, du bist also Garland. Und wenn dem so wäre, dann mache ich dich kalt, aber vorher will ich alles wissen. Weshalb wuchs ich in Gaia auf? Warum wollte Gaia zerstören? Keiner hat vor, Gaia zu zerstören, aber Gaia wird zu Terra werden. Was? Selbstverständlich verläuft nicht immer alles nach Plan. Wie auch die Tatsache, dass du in Gaia aufwachsen musstest. Ein anderes Leben, das ich schuf, war womöglich der Auslöser, der alles durcheinander brachte. Ein anderes Leben? Wer soll das sein? Jemand, der auch dir sehr gut bekannt ist. Kuya. Folge mir, noch ist die Zeit nicht gekommen, in der das blaue Leuchten Gaias von dem tiefroten Glanz Terras verschlungen wird. Vielleicht bin ich noch auf deine Kraft angewiesen. Pandemonium. Halt! Und jetzt erzähl mir, wozu um alles in der Welt? Ich erschuf die Genome als Hüllen für die bald erwachenden Seelen des Volkes von Terra. Aber vor 24 Jahren wurde ein Genom wie du mit dem Hauch des Lebens erfüllt. Aber dieses Genom besaß einen zu starken Willen, um seiner Aufgabe als leeres Gefäß gerecht zu werden. Und so hatte ich ihn fast zerstört. Aber ich hielt ein, denn wenn dieser Genom eine solch mächtige Kraft besaß, warum sollte ich sie mir nicht zunutze machen? So entsandte ich diesen Genom als meinen Diener nach Gaia, um den Kreislauf der Seele Gaias zu leben. Jetzt spuck schon aus, wer dieser Genom war! Weißt du es denn immer noch nicht? Jemand, der dir sehr ähnelt. Der mir ähnelt? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der... Erkennst du erst einmal dein eigenes Ich, so wirst du sehen, wie groß die Ähnlichkeit eurer beiden Seelen ist. Den Genom, den ich nach Gaia entsandte, den man als deinen Bruder bezeichnen könnte. Dieser Genom ist Kuya. Kuya? Kuya ist also auch ein Genom? Aber das kann nicht sein. Er hat keinen Schwanz und auch sein Aussehen ist... Er hält sein wahres Ich verborgen und verleugnet seine Herkunft als Genom. Er kann den wahren Grund seiner Existenz nicht akzeptieren und versucht, seinen eigenen Weg zu sehen. Kannst du jetzt sehen, wie ähnlich ihr euch doch seid? Hör auf zu labern, ich bin nicht wie er. Er sagte auch immer wieder, ich bin nicht wie sie und zeigte dabei auf die anderen Genome. Als Genom schien er unbrauchbar, aber dennoch war seine Energie für eine bestimmte Mission optimal. Nämlich Gaia in einen verheerenden Krieg zu stürzen. Dies war die Mission, die ich ihm erteilte. Den eigentlichen Fluss der Seele zu zerstören und einen künstlichen, unnatürlichen Fluss entstehen zu lassen. Aber wozu? Den Kreislauf der Seele zu stören, führt zwangsweise zum alles zerstörenden Krieg. In dieser Hinsicht erfüllte er mir nicht nur seine Aufgabe, sondern übertraf gar alle meine Erwartungen. Sehr schön zu wissen.
Was ist mit mir? Weshalb wurde ich nach Gaia geschickt? Als du in Branvalo zum Leben erwachtest, konnte Kuya deine Existenz nicht akzeptieren. Ein Genom, das seiner eigenen Macht überlegen war und ihm gefährlich werden konnte. Und so verbannte Kuya dich nach Gaia, wo die Saat des Bösen schon Früchte trug und der alles zerstörende Krieg schon im Anzug war. Du hast mich also auf demselben Grund erschaffen wie Kuya? Um in Gaia den Krieg anzuzetteln? Genau so ist es gewesen. Deine Verbannung war nicht vorherzusehen, aber ich duldete es aufgrund seiner besonderen Eigenschaften. Für Kuya bedeutete der Krieg in Gaia gleichzeitig den Sieg über dich und die Bestätigung seiner selbst. Vielleicht hat er dich aus diesem Grund verschont. Der Sinn über dich ist, dich bewies ihm seine eigene Existenz. Willst du damit sagen, dass nur aus diesem Grund so viel unschuldiges Blut fließen musste? Aus diesem Grund. Sprichst du da von Kuyas Gier oder etwa von unserem Ziel, den Kreislauf Gaia zu zerstören? Von beidem. Was soll diese Störung des Kreislaufes denn überhaupt bringen? Die Säuberung der Seele. Wir werden den Kreislauf der Seele Gaias leben und allmählich mit der Seele Terra ersetzen. Die natürliche Geschwindigkeit des Kreislaufes zu beschleunigen, führt zum alles zerstörenden Krieg. Die Zeit ist gekommen, wenn Gaias Seele völlig verschwunden und ersetzt worden ist. Denn dann ist aus Gaia Terra geworden. Aber wie soll das alles eingeleitet werden? Ihr solltet es schon längst wissen, der Baum Liefers und der Nebel, der dort entsteht. Der Baum Liefers ist ein Seelenspalter. Und der Nebel die gesäuberte Seele Gaias. Den Nebel haben wir gestoppt. Damit kannst du dir deinen Plan abschminken. Was ihr gesehen habt, war nur ein kleiner Teil des Baumes. Auch jetzt ist er noch aktiv und versucht den Kreislauf der Seele aufzuhalten. Sie, unser Terra. Wo sind wir? Dies hier ist sozusagen die Messstation, um das Leuchten beider Planeten zu erfassen. Was heißt denn das schon wieder? Was bedeutet dieses Leuchten? Das ist der Mittelpunkt des Planeten, der Anfang und gleichzeitig das Ende des Kreislaufes. Noch ist es das gleißende Licht Gaias, aber wenn das Leuchten von Blau zu tief rot wird, ist die Wiederaufstehung Terras vollkommen. Aus diesem Grund umhüllte ich dieses blaue Leuchten mit dem Baum Liefers und begann vom Inneren des Planeten aus den Kreislauf zu leben. Dies ist die wahre Funktion des Baumes, seine wahre Gestalt. Ihr seht nur seine winzige Krone. Auch wenn die Säuberung der Seele Gaia stillsteht, so ändert es doch nichts am Fluss unseres Planeten. Also flößte Kuya die Seele Terras in den Baum Liefers ein und spielte den Sensenmann höchstpersönlich? So ist es, er ist der Tod persönlich, den ich selbst geschaffen habe. Allerdings nur so lange, bis du in der Lage bist, diese Rolle zu übernehmen. Was soll das heißen? Es bestand keine Notwendigkeit, Kuyas Seele auf Ewigkeiten existieren zu lassen. Schließlich stand deine Erschaffung bereits fest. Wenn ich also Kuya ersetzt habe, ist seine Existenz überflüssig? Richtig, und dieser Zeitpunkt ist bald gekommen. Seine Seele wird bald erlischen. Hast du nun endlich den wahren Grund deiner Existenz begriffen? Jetzt soll ich wohl lachen, oder? Ich wuchs in Gaia auf, lachte mit den Menschen dort, weinte mit ihnen und verbrachte mein ganzes Leben dort? Anstatt dieses kurzen und nichtigen Daseins auf Gaia, ist es nicht von viel größerer Bedeutung, auf alle Ewigkeit mit unserem Planeten zu leben? Du besitzt die Kraft, die Welt und einen Grund, dies alles zu vollbringen. Kraft hin, Kraft her. Wenn es für mich einen Planeten gibt, wo ich zu Hause bin, dann ist er der, wo meine Tantalus-Kumpels sind, wo Vivi, Freya, Mahagon, Queena, Steiner, Eko und Lily sind. Und nicht nur sie, sondern es ist die Welt, wo all meine Freunde zu Hause sind. Wenn ich einen Grund haben sollte, dann den, dass ich dich und Terra für all die Trauer und die Schmerzen, die du über meine Freunde gebracht hast, für alle Ewigkeiten ins Jenseits befördere. Das ist meine Mission und das reicht als Grund für meine Geburt in Terra als Genom. Bedauerlich, gerade deiner Seele wäre die Rolle als Todesbringer zugekommen. Den Tod werde ich auch dir bringen. Aber dir, wenn dir so viel daran liegt, verschränkt sich deine Macht etwa nur auf deine körperliche Kraft? Sei still, ich habe genug. Diese Messstation wird deine Grabstätte sein. Du törichter Narr. Dein Körper werde wieder zu einem seelenlosen Gefäß. Was zum... Für einen einfachen Genom ist er aus zu edlem Material, aber es ist wohl unvermeidlich.
wieder hierher zurückzukehren, das ist geradezu ekelhaft. Bald, bald wird diese Kraft mein sein. Warte nur, Garland und du, Zidane. Ihr werdet es noch bitter bereuen, mich zum Narren gehalten zu haben. Schon bald werde ich es allein alle wissen lassen. Das Volk von Gaia, das Volk von Terra. Und zwar wer der wahre Herrscher beider Welten sein wird. Bin ich? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht denken. Zidane. Ja, das war mal mein Name. Viele haben mich früher so gerufen. Zidane, du gibst immer gleich so an, um den anderen zu imponieren. Ja, mag sein. Dir fehlt der Ernst für das Leben. Ja, genau so ist es. Aber das ist es, was dich ausmacht, mein Besser. Was mich ausmacht? Du, Zidane, hast mir gezeigt, stark zu sein. Hör auf, ich bin doch gar nicht stark. Nicht nur der Weg des Essens, sondern auch vieles andere hast du mir gezeigt. Nein, ich habe doch gar nichts getan. Ist es das, was Freundschaft ausmacht? Freundschaft? Freundschaft? Zidane! Ich verstehe nicht. Wer bin ich? Nur weil du bei mir warst. Ich bin müde. So erschöpft. Warum nur, Zidane? Ich bin so leer. Ein leeres Gefäß. Deswegen. Zidane! Wer spricht dort? Wach doch bitte auf, Zidane! Wer? Jetzt reiß dich zusammen, Zidane! Zidane, Vivi, Eko. Du bist also wieder bei Bewusstsein. Und ich dachte schon, du wachst gar nicht mehr auf. Jetzt erinnere ich mich. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, weil du einfach allein weggegangen bist. Warum seid ihr gekommen? Was? Natürlich wollen wir dir helfen, Zidane. Du glaubst ja gar nicht, was los war, nachdem du einfach weg warst. Das alles geht euch nichts an. Was? Ich sagte, dass die Sache mein Problem ist und euch nichts angeht. Aber warum denn, Zidane? Siehst du, jetzt spielst du schon wieder den starken Mann. Von wegen, es betrifft eben nicht nur dich. Bitte, Zidane, lass uns wie immer gemeinsam gehen. Verschwindet. Das hier ist nichts für kleine Kinder. Zidane! Zidane. Zidane. Du bist verletzt, Zidane. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt endlich verschwinden. Es gibt Sachen, die nur Erwachsene was angehen. Was? Brauchst du Hilfe, mein Bester? Hör doch mal auf damit, Mann. Ja, komm!
Ja, als ob! Was soll der Scheiß denn? Ja, klar, der Balken füllt sich natürlich auf wie sonst was. Ja, 7 HP. Das halt nur 400? Ja, super. Das ist eine Glücksattacke, wa? Ja, komm, reicht doch. Ja, komm, das fuckt ab. Er bringt mich aber die ganze Zeit um. Das ist beschissen, wenn man keinen Vitra hat. Ja komm, was soll denn die Scheiße? Wow, habe ich eine Heilpotion eingesetzt. Ey, jetzt hör doch auf damit! Ein HP. Was ist jetzt der Unterschied zwischen der Phönixsaune und der Phönixfeder? Also mir ist es jetzt langsam echt zu doof, ne?